Hallihallo, meine lieben Leute. Es geht weiter mit Let's Play Gothic 3 Enhanced Edition. Wir sind in Geldern, haben hier allerdings jetzt noch nicht so ganz Fuß gefasst. Also wir sind hier reingegangen, haben ein paar Sachen geklaut in dieser Hütte, aber ansonsten hat sich hier für uns noch nicht viel ergeben. Besonders fällt auf, dass wir noch keinen Anführer hier getroffen haben. Aber immerhin haben wir Laris getroffen. Und ich glaube, mit dem konnten wir auch gar nicht mehr weiter quatschen, ne? Nee. Also für Laris sollen wir die 6 Goldschalen holen, hier aus dem Ork-Tempel. Wofür uns ja fürstlich belohnen möchte. Was so fürstlich heißt, das wird sich noch zeigen. Einen großen Haufen Gold war, glaube ich, der O-Ton, ne? Ich bediene mich eben nochmal an den Sachen hier. Letztlich bin ich immer auf der Suche nach, vor allen Dingen nach Feuerpfeilen. Apropos Pfeile. Wir haben jetzt ja eine neue Pfeilart. Die machen 35 Geschossschaden. Das ist eine ganze, ganze Menge. Das ist. Der ganz normale Pfeil macht 0 Geschossschaden. Das ist also quasi nur Munition. Und im Endeffekt wird nur der Schaden des Bogens durch den Pfeil wiedergegeben. Ja, weil du mit dem Bogen halt nicht zuhaust. Ja. Der Pfeil gibt dann halt also als Projektil den Schaden, der dann auf dem Bogen angegeben ist, wieder. Also in meinem Fall 100. Ja, 100 Geschossschaden. Und wenn ich jetzt diesen scharfen Pfeil benutze, dann sind es einfach mal 135. Das sind 35% mehr Damage. Das ist so krass, das ist... ja. Eigentlich hätte ich das schon viel eher machen müssen. Mir war schon klar, dass es dieses Rezept gibt. Allerdings wird dafür natürlich einiges an Metz benötigt. Und dann, was waren es, glaube ich, Zähne, ne? Zähne oder Klauen, eins von beiden. Und das ist natürlich, da muss man dann halt immer auf der Jagd sein. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Sieh an! Ein neues Gesicht in meiner Stadt. Suchst du Arbeit? Hey, mit dem haben wir noch gar nicht gequatscht. Samuel, das muss ja wohl der... einer der Ork-Söldner sein, nicht der Ork-Söldner-Anführer, weil er von meiner Stadt gesprochen hat. Wer bist du? Ich bin der Anführer der Söldner in Geldern. Mein Name ist Samuel. Was gibt es um Geldern zu tun? Geldern ist die Stadt der Minen und Artefaktsammler. Wir Söldner sind dazu abgestellt worden, die umliegenden Minen zu erschließen und zu sichern. Und ich kann dir sagen, dass es sich für uns immer gelohnt hat. Wenn du ehrliche Arbeit nicht scheust, kannst du hier einen guten Schnitt machen. Ich will bei euch mitmachen. Das höre ich gerne. Dann pass mal gut auf. Wenn du vom Nordtor von Geldern aus dem Weg folgst, findest du eine noch nicht erschlossene Höhle. Geh und sieh nach, ob es sich lohnt, eine Mine dort zu errichten. Am besten, du machst doch gleich das ganze Ungeziefer platt, das es dort gibt. Verstanden? Schön wieder so eine leichte Sound-Aversion. Weil wenn ich im Haus stehe und er draußen, dann passiert das manchmal. Das ist mir schon öfter hier aufgefallen, mit euch wahrscheinlich auch. Diese Mine, erinnert euch, als wir uns ganz am Anfang nach Geldern auf dem Weg gemacht haben, es muss vor 2 oder 1 Part gewesen sein, da mussten wir diesen Steingolem aus dem Weg räumen. Was ein bisschen gedauert hat, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, der Weg ist versperrt, da kommen wir niemals durch. Wo sich dann aber letztlich gezeigt hat, dass wir mit diesen Schmetterpfeilen diesen Golem doch besiegen konnten. Je nachdem, jedenfalls haben wir dann auf jeden Fall diesen Golem besiegt und da war rechts diese Minecrawler-Höhle. Ja, wo der erste Höhlenabschnitt noch beleuchtet war und der letzte Höhlenabschnitt dann stockfinster war. Und da waren insgesamt 6 Minecrawler und das war, glaube ich, diese Höhle. Deswegen können wir diese Quest jetzt hier auch gerade direkt abgeben. Ich habe mir die unerschlossene Mine im Norden von Geldern angesehen. Die Mine dürfte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich werde sofort alles Weitere veranlassen, damit das Schürfen beginnen kann. Ich kann man gut gebrauchen, Fremder. Hier ist dein Sold. Allerdings werden die da jetzt nicht besonders viel, Zeig mir deine Ware. Werden die jetzt allerdings nicht besonders viel in der Höhle noch finden, weil hab ich ziemlich ausgenommen. Okay. Hier gibt's nichts für mich Interessantes. Ein bisschen Gold, aber... hier die Bolzen kann er haben. Goldbolzen brauche ich nicht. Ich brauche nur die Pfeile. Pfeile müsste ich immer aber auch wieder neue kaufen. Da müssen wir dann demnächst auch mal gucken, wo ich da neue bekomme. Komischerweise kann ich mit dem Schmied hier gar nicht reden, weil es einfach nur ein normaler Söldner ist. Merkwürdig.
Ja, hier kommt man nicht rein. Ich weiß nicht, ist das ein Verlies oder eine Schatzkammer? Sieht aus, als ob es da hinten Pokale und Gold, wenn ihr da mal durch das Gitter guckt, da hinten sich auf dem Tisch zwei Schwerter liegen, eine Schatulle und einiges an Gold und auch ein Goldpokal da hinten. Und hier rechts auf jeden Fall eine Truhe. Das heißt, im Idealfall hat einer der Orks hier den Schlüssel, den wir durch Taschendiebstahl rankommen können. Zu schwer. Ja, klar. Ja, der hat ja die Quest für uns. Haben wir im letzten Part schon gesehen, wir sollen den Druiden Thorn erledigen. Da ist die Frage, ist das dieser Druide, den wir schon mal gesehen haben? Ihr erinnert euch vielleicht an das Waldläufervolk. Da war auch so ein Druide, da mussten wir für den irgendwie so einen Verwandlungsstein holen. Ich glaube, konnte er sich mit einem Ripper verwandeln, ich weiß der Kuckuck. Könnte sein, dass es dieser Druide war und dieses Waldvolk. Ich nehme die Quest jetzt einfach mal an, aber im Endeffekt möchte ich ja sowieso eigentlich keine Quest für die Orks errichten, beziehungsweise vollenden, weil ich ja pro Rebell bin und nicht pro Ork, beziehungsweise Ork-Söldner. Nichtsdestotrotz, ich nehme es einfach mal an. Ich erledige den Druidentorn für dich. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Zeig mir deine Ware. Mir fällt auf, dass, die Orks alle irgendwie immer gefühlt die gleiche Sprache haben. Also die gleiche Synchronstimme. Hey, da ist jetzt einer drin. Ach, ein Ork-Söldner, okay. Gerade ein bisschen laggy hier. Das ist Laris. Was? Brickst Samuels linke Hand. Zu schwer. Mit dem kann man gar nicht reden. Und beklauen kann ich ihn auch nicht. Na gut. Gucken wir mal hier oben. Also ich gehe hier voll an alle Sachen ran. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ist allerdings oft nicht lohnenswert. Wobei hier natürlich diese Pfeile, diese besonderen Pfeile, die kann man immer gebrauchen. Also da. Kommt man noch nicht an das Gold. Das ist doch lächerlich. Na gut, dass es nicht so viel ist. Ist hier noch was in der Truhe? Ja, nochmal Pfeile. Sehr schön. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Wein. In der Truhe war ich schon. Da geht er jetzt trotzdem nochmal ran. Ist der Kuckuck warum? Brot? Nein. Also, ich sag mal so, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Also unterschätzen darf man das nicht. Ich nehme das jetzt gerne so mit, wie es ist. Gerade die Pfeile. Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Leck mich. Du dreckiger Dieb. So, das bringt nichts. For fuck's sake. Jetzt greift der Penner mich echt an. Jetzt muss ich hier erstmal abhauen. Bin ich noch im Kampf? Oder ist alles wieder gut? Ah, ist alles wieder gut. Also ich glaube, man muss erst einmal diese Problematik haben, bevor man schlafen geht und sich das erledigt hat. Seht ihr? Jetzt scheint alles nämlich wieder in Ordnung zu sein. Ja, mit dem haben wir auch schon gequatscht, hier mit dem Kronstöckel, den hatten wir ja auch schon, mit dem Verwirrten.
Du verwirrten Mann, Jared. Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Okay, davon habe ich schon welche gesehen und auch schon welche eingesammelt. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Ich sehe, was ich tun kann. Er ist keine 5 Meter von ihm entfernt und ich werde dafür bezahlt, dass ich den hier hinhole. Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bring es mir. Findest, in Anführungszeichen, ne? Weltkarte. Spitzhacke. Ja, das sehe ich doch gerne. Ja, die Waldbeeren kann er mal haben. So, dann hole ich mir noch mal eben kurz den Alchemistenring. Ganz ruhig, mein Freund. Friede. Peace. Ich sollte mal vorspeichern, bevor ich das versuche. Na? Hat er? Hat er. Hey, Mora, warum schleichst du hier? Nein, die ist ja gut, dann schleiche ich halt nicht, du Loser. Ich das jetzt nehme. War doch kein Problem mit. Ja, dann stehe ich zwar nicht, aber halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Leck mich. Leck mich. Diebischer kleiner Morra. Bleib stehen, Morra. Ich muss jetzt einfach aus dem Kampf raus und dann irgendwo schlafen. So, und jetzt müsste alles schon wieder vorbei sein. Das ist eine Taktik, ich weiß nicht, ob die so gewollt ist oder nicht. Aber er hat jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr mit mir. Das war ja am Anfang meine ganz große Sorge, was ich mache, wenn ich in so eine Situation komme, weil du kannst ja nicht mehr unauffällig klauen, das geht nicht. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Siehst du mal. 1000 Gold für mich, hm? Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. 1000 Gold. Zum Aufnachher hat er hier noch so einen Alchemistenring irgendwo drin liegen. Leggy, Leggy. Sehe allerdings keinen. Weiß jetzt natürlich nicht, ob ich vielleicht was übersehen habe. Schauen wir mal kurz. Wir haben 3 Alchemistenringe bis jetzt. Es wird hier mit Sicherheit noch mehr geben, die ich bis jetzt vielleicht übersehen habe. Aber jetzt, da ich ja weiß, wonach ich suchen muss, und dass es davon 6 Stück an der Zahl gibt, kann ich dann natürlich auch besser nach Ausschau halten. Das heißt, ich schaue jetzt noch einfach mal kurz
wenn er mich dann lässt und ich mich hier nicht irgendwo aufhänge. Nochmal gezielt danach. Hier habe ich auf jeden Fall auch einen gefunden, aber den habe ich schon eingesammelt. Naja. Nein, nein, da brauche ich nichts. Sammelzüte war, glaube ich, auch einer. Den habe ich auch eingesammelt. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wo der war, aber das spielt auch keine Rolle. Hauptsache, wir haben ihn. Drei Stück, wie gesagt. Holzfäller, Beil und Schild. Kann natürlich auch noch sein, dass natürlich in der Schatzkammer da einer ist. Das ist natürlich alles möglich. Kann ich natürlich schwerlich beantworten. Also hier sehe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal nichts mehr. Wo willst du hin, Mora? Was für ein Tempel ist das hier? In diesen Hallen befindet sich der Hauptsitz der höchsten Würdenträger der Schamanen. Unser Anführer Grog regiert von hier aus die alte Alchemistenstadt Geldern. Ich will mich in den Dienst der Schamanen stellen. Du bist ein kräftiger Bursche. In den umliegenden Minen kannst du deine Manneskraft unter Beweis stellen. Aber vielleicht bist du ja gut im Kampf. Dann wärst du besser bei den Söldnern oder bei den Gladiatoren aufgehoben. Die Schamanen empfangen Männer, die einen guten Namen in der Stadt haben. Das klingt doch gut. Liebe Leute, ich mache hier einen kurzen Cut. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht's weiter mit Gothic 3. Macht's gut, bis dahin. Ciao.